Chef, wenn der Tabellenletzte beim Tabellenführer, der zuvor keine Niederlage zu verzeichnen hatte, gewinnt, dann ist das sicherlich schon ein ganz besonderes Spiel, zumindest aus SVW-Sicht gewesen. Wie ordnest du es heute ein? Ja, es war ein unglaublicher Kampf. Wir wussten, dass es hier enorm schwer ist und dass es ein absolutes Bonusspiel ist. Und was wir heute alles in die Waagschale geworfen haben, wir wollten dieses Erlebnis in ein positives Erlebnis und ein positives Ergebnis umwandeln. Und das ist uns heute extrem gut gelungen. Wir haben, glaube ich, eine unglaubliche Arbeit gegen den Ball geleistet. Und das war mit das Wichtigste heute, um hier überhaupt was mitzunehmen. Heinz Lindner hat nach dem Spiel von Mentalitätsmonstern gesprochen, wie er es selten zuvor in seiner Karriere erlebt hat. Wie siehst du es? Ja, wenn ich sehe, am Ende haben wir nochmal richtig Druck bekommen, mit den Unterzahlen nochmal mit Biegen und Brechen alles verteidigt, von der Linie geklärt. Und wenn du so gegen den Ball arbeitest, wie wir das bis dahin getan haben, dann hast du auch vielleicht einfach dieses nötige Matchglück, das wir einfach hatten. Und ich bin unglaublich glücklich und stolz auf die Mannschaft, dass sie heute sowas abgeliefert hat. Es war ja schon im Vorfeld thematisiert worden, dass das heute wohl die größte SVW-Kulisse aller Zeiten wird, mit ungefähr 49.500 Zuschauern. Wie hast du das heute empfunden? Du hast ja auch schon ein paar Spiele in der zweiten Liga absolviert. War das heute nochmal ein besonderer Ansporn, wenn man das auf dem Platz gar nicht war, oder war es einfach ein besonders geiles Erlebnis? Es war ein geiles Erlebnis. Ich habe im DFB-Pokalfinale gestanden, wo noch ein paar mehr Zuschauer da waren. Aber auch da, egal wo es ist, du bist immer eigentlich nur dafür da, um abzuliefern, um deine Leistung abzurufen. Und jeder Spieler versucht, das Beste von sich rauszuholen. Und ich glaube, es ist uns heute in der Summe einfach besser gelungen wie dem Gegner. Was ist nach dem ersten Saisonsieg, auf den man lange warten musste, am Freitag gegen den VfL Osnabrück mit der Mannschaft passiert? Wie hast du sie in dieser Woche erlebt? Ja, wie haben wir sie erlebt? Wir wussten, dass wir unglaublich intensiv gegen den Ball arbeiten müssen. Und wenn wir das tun und unglaublich ekelhaft in den Zweikämpfen sind, dann können wir es jedem Gegner schwer machen. Und daran haben wir extrem gearbeitet, beziehungsweise das Hauptaugenmerk drauf gelegt. Und dass wir die nötige Offensivkraft haben, um dann auch einen guten Kontervorstoß zu haben oder beziehungsweise den Nadelstich zu setzen. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Ich glaube, wir haben nach dem 2-1, glaube ich, nochmal ein, zwei Konter, wo wir ein bisschen besser zu Ende spielen können, wo Dittes den Ball schwer querspielt. Da können wir vielleicht auch nochmal einen draufsetzen. Aber nichtsdestotrotz war das eine unglaubliche Teamleistung heute. Und mit der müssen wir in die nächsten Spiele gehen. Und gerade in unserer Situation oder wir als Verein müssen genau dieses Gefühl zu einer absoluten Macht machen. Letzte Frage. Der Trainer hat gesagt, es gibt mehrere Geburtstagskinder und auch noch natürlich einen Einstand eines Neuzugangs. Was wird das für eine feuchtfröhliche Rückfahrt? Ja, mit Sicherheit. Wir haben uns diesen Sieg unglaublich gewünscht. Ich glaube, so richtig dran glauben konnte man am Anfang vielleicht noch nicht. Aber als wir auf dem Platz standen, hat man gesehen in die Gesichter, dass jeder heute bereit war, seine 100% abzuliefern oder vielleicht sogar noch drüber hinauszustoßen. Und das ist einfach geil zu sehen, dann, wenn es die Mannschaft so hinbekommt und dass man in Stuttgart 3 Punkte mitnimmt. Das war ein Spiel, wo jeder auf sich selber stolz sein kann. Was wir heute auf den Platz gebracht haben, war überragend von dieser Mentalität. Wir waren heute wirklich Mentalitätsmonster. Die Einstellung, jeder ist für den anderen gelaufen, jeder hat diese Meter gemacht, die wehtun. Das war überragend, wirklich. Und jeder kann auf sich stolz sein. Und das war so, was habe ich in meiner Karriere selten erlebt. Ich bin jetzt seit 2-3 Tagen hier. Die Truppe ist überragend, super Mannschaft, das Gefüge ist toll und dann dieses Spiel toppt heute natürlich sehr, sehr viel, aber das müssen wir jetzt mitnehmen und so kann es weitergehen auf jeden Fall. Wir haben es gerade schon gesagt, größte Kulisse für eine SVW-Partie mit, ich glaube, 49.000, der bisherige Rekord lag bei 42.000. Wie hast du heute die Kulisse, die Atmosphäre empfunden, gerade jetzt so sagen wir mal auch mit ein paar Monaten Pause? Ach ja, um ehrlich zu sein, habe ich das heute nicht mitbekommen, muss ich wirklich sagen. Ich war fokussiert, seit langem wieder mal am Platz zu stehen. Ich habe jetzt 2 Mannschaftstrainingseinheiten hinter mir und bin heute in der dritten Einheit im Spiel gewesen. Und ich war einfach fokussiert und konzentriert und versucht, die Mannschaft zu coachen, dass ich das drumherum nicht mitbekommen habe. Aber nach dem Schlusspfiff sind natürlich die Emotionen hochgekommen und dann hat man sich natürlich auch mal umgeguckt und dann ist einem auch nochmal klar geworden, dass dieser Sieg umso schöner ist vor so einer Kulisse und vor dieser Kulisse und es war einfach überragend.
Es gab ja auch die Frage, ob man aufgrund der fehlenden Spielpraxis vielleicht lieber noch mal wartet, bevor man dich ins Tor stellt und lieber noch mal die Länderspielpause mit dem Testspiel gegen Paderborn mitnimmt. Was hat aus deiner Sicht jetzt einmal den Ausschlag gegeben? Hast du dem Trainer signalisiert, ich will es und ich fühle mich gut, oder wie habt ihr das entschieden? Ja, natürlich, wir waren in der Kommunikation. Wir haben uns täglich ausgetauscht. Es war so, dass ich gesagt habe, ich fühle mich fit. Der Trainer hat das ihm denn durch die Trainingsleistungen auch bestätigt. Und er hat gesagt, ja, wenn ich in der Lage bin, dann spiele ich. Und ich habe gesagt, ich bin in der Lage, also spiele ich. Und ja, das war, wie man heute gesehen hat, war es genauso richtig, weil jeder, der am Platz gestanden ist, war einfach, ja, ich habe vorher schon erwähnt, ein Mentalitätsmonster, wie sie wir heute in die Bälle reingeworfen haben, war nicht normal. Und ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, der Mannschaft zu helfen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass heute meine Vorderleute ihres dazu beigetragen haben, dass wir hier heute als Sieger vom Platz gegangen sind, weil ich glaube, heute hat es nicht nur einen Torhüter gegeben in diesem Spiel, sondern gleich drei oder vier, die mal auf der Linie gegrätscht und gerettet haben. Kompliment an die Mannschaft, an meine Vorderleute, an das ganze Betreuerteam. Das war heute ein Mentalitätssieg. Dankeschön. Gerne.